I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Yo, willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal um die wahrscheinlich beste Travel-Drohne, Drohne für unterwegs oder einfach allgemein um die beste Drohne zum immer dabei haben gehen. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, geht es um die DJI Spark, ja nicht um die Mavic, die Phantom oder Inspire, sondern um die Spark. Man könnte sich jetzt fragen, warum die kleine wie ein Spielzeug aussehende Drohne, die nicht mal 4K filmt, sondern nur Full HD und das nur mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und das kann ich euch ganz leicht beantworten, und zwar weil es wahrscheinlicher ist, mit dieser Drohne einfach die entscheidenden Momente einzufangen. Sie ist leichter zu transportieren als meine Sony A7S Mark II und innerhalb von wenigen Sekunden Flug bereit. Deshalb kann man die Drohne in noch so ungeeignetem Terrain aus der Hand starten lassen und die Location von sonst nie erdachten Perspektiven einfangen. Ich meine, was will man mit einer Drohne, die so groß ist wie ein ganzer Kamerarucksack an sich, wenn man sie nie zur Hand hat, weil sie zu schwer war, um sie mitzunehmen oder sie zu viel Aufsehen erregen würde? Klar sollte man sie für größere, geplantere Drehs den Aufwand machen und sich, wenn möglich, eine größere Drohne anschaffen, aber wenn ihr unterwegs seid mit eurer Kamera, ein paar Objektiven und was man halt sonst noch so zum Drehen braucht, dann ist es einfach angenehm, seine Drohne mit in den Kamerarucksack tun zu können, anstatt eine extra Tasche mitnehmen zu müssen, zumal das nicht immer möglich ist, vor allem beim Reisen in andere Länder. An dieser Stelle bitte vorher über die Drohnengesetze informieren, danke. Außerdem kaufen euch unwissende Leute eher ab, dass ihr nur ein Spielzeug fliegt, wenn ihr mit der Spark unterwegs seid, anstatt mit einer Phantom oder sowas. Und das bietet einem einfach mehr Möglichkeiten, die Drohne vielseitiger einzusetzen, was einem außergewöhnlichere Shots ermöglicht. Das Low Profile ist also ein weiterer Pluspunkt. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wrist? Ich habe die Spark jetzt seit gut einer Woche, konnte sie schon ausgiebig testen und sogar bei zwei kleinen Musikvideodrehs einsetzen und kann sie euch wärmstens empfehlen. Die Bildstabilisierung funktioniert trotz des Zwei-Achsen-Stabilisators ausgezeichnet und die 1080p-Kamera kann sich auch neben einem 4K-Clip meiner A7S II sehen lassen. Falls ihr euch die Drohne anschaffen wollt, dann denkt auf jeden Fall daran, die Fly More-Kombo zu holen, da ihr mit der mitgelieferten Fernbedienung eine Reichweite von bis zu 2 Kilometern habt. Wenn ihr sie nur mit dem Handy steuert, ist das deutlich weniger, das kann ich bestätigen, da ich die Fernbedienung schlauerweise bei meinem ersten Flug daheim vergessen habe, mein Handy die Verbindung verloren hat, die Drohne immer höher gestiegen ist und plötzlich ein Greifvogel um meine Drohne kreiste. Das ist kein Spaß, ich hoffe, der Vogel ist im Drohnenvideo zu sehen. Wenn nicht, sieht man auf jeden Fall meinen Gesichtsausdruck auf dem Video von der Kamera, die am Boden war. Die 12 Megapixel JPEGs sind übrigens auch okay, hier sind ein paar Beispiele, klar sind RAWs besser zum Bearbeiten, aber wenn man im Voraus korrekt manuell belichtet und dann ordentlich was in Lightroom bearbeitet, kann man auch aus den JPEGs was rausholen. Falls ihr wissen wollt, wie man Bilder in Lightroom nice bearbeiten kann, dann klickt einfach auf das verlinkte Video oder schaut in der Beschreibung nach, hier findet ihr übrigens auch die beiden Musikvideos, sobald diese veröffentlicht sind. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal.